Kommen wir direkt zu Glitch Nummer 1. Und zwar ist das ein Team-Glitch. Ihr braucht einen Kollegen hierfür. Er muss sich einfach in irgendeine Ecke stellen, geduckt. Und danach könnt ihr euch auch ducken, Leute, und in euren Kollegen reinlaufen. Und wenn ihr dann in euren Kumpel reingebackt seid, werden sich die ganzen Zombies vor euch versammeln. Und ihr könnt hier chillig eure Waffen leveln oder Tarnungen farmen. Das einzige, wovon ihr Damage bekommt, sind die roten Zombies, die explodieren. Und der Boss-Zombie wird euch anschießen. Aber wenn ihr das so in Lowruns macht, dann kommt auch nicht der Boss-Zombie und der rote Zombie kommt auch nicht. Aber halt, die Zombies kommen dann ein bisschen langsamer. Ich würde euch empfehlen, diesen Glitch, wenn ihr einen Kumpel habt, entweder bei einer Erntemission oder Übermittelmission zu machen, weil da spawnen die Zombies dann unendlich. Kommen wir nun zum zweiten Glitch. Am besten klappt dieser Glitch, wenn ihr in einer Erntemission seid oder übermittelt in dieser Location. Und wenn ihr dann hier in diesem Haus seid, Leute, dann könnt ihr an verschiedenen Stellen die Zombies peilen. Und ich zeige euch auch wo. Zum einen könnt ihr hier in diesem Raum auf den Tisch drauf. Und wenn ihr dann auf den Tisch drauf seid und durchgehend springt, dann kommen die Zombies einfach vor euch und bleiben stehen. Und ihr könnt dann auf Headshots gehen. Oder ihr könnt auch hier am Fenster auf diesen Schreibtisch drauf und dort springen. Und da werden die Zombies dann auch, solange ihr springt, stehen bleiben. Und ihr könnt dann auch auf eure Kills gehen, Leute. Kommen wir zu Glitch Nummer 3. Hierfür braucht ihr eine Tür. Und ihr könnt einfach die Tür aufmachen, Leute, und euch so an die Tür stellen. Dann werden die Zombies alle zu euch laufen, aber bleiben dann vor euch stehen. Jedoch, wenn ihr euch zu lange Zeit lässt, um die Zombies zu töten, werden die euch abwerfen. Ansonsten versammeln sie sich vor euch und ihr könnt hier chillig auf Tarnungen gehen und eure Waffen leveln. Je höher die Runde, umso mehr Zombies kommen. Je nachdem, Leute, müsst ihr selber wissen, wann ihr diesen Glitch benutzt. So, kommen wir nun zum vierten Glitch. Und zwar ist es der unendlich Feldausrüstung-Glitch. Und ihr braucht erstmal eine Feldausrüstung, die ihr voll gelevelt habt. Danach nehmt ihr einfach eine, die ihr jetzt unendlich benutzen wollt. Ich nehme jetzt die Energiemine, Leute. Ihr könnt die Energiemine dann einmal benutzen. Was ihr jetzt machen müsst, ist einfach, ihr wechselt die Klasse zu einer anderen Feldausrüstung, wechselt wieder zurück und ihr könnt die Energiemine wieder benutzen. Also Leute, ganz einfach. Einmal benutzen, Klasse wechseln, wieder zurückwechseln und ihr könnt die Energiemine wieder benutzen. Solange ihr wollt und so oft ihr wollt. Kommen wir nun zum fünften Glitch. Und zwar ist das hier in diesem Bereich, wo auch schnell laufen ist. Das macht ihr am besten mit einer Ernte- oder Überwintermission. Geht hier drauf, Leute, schaut hier hin, springt rüber und danach seid ihr hier auf der Kante. Wenn ihr jetzt bis hier nach vorne hinläuft, dann werden sich die Zombies alle vor euch versammeln und ihr könnt hier easy auf Headshots gehen. Wie gesagt, Leute, das lohnt sich nur bei einer Erntemission oder Übermittelmission, weil da halt durchgehend Zombies spawnen. Ansonsten lohnt sich der Glitch auch nicht. Der nächste Glitch ist der direkt Dunkel-Ether-Freischalt-Glitch. Und zwar, Leute, braucht ihr dafür eine Maus und einen Controller. Das geht, glaube ich, nur auf PC und Xbox. Auf PlayStation geht es, soweit ich weiß, nicht. Und falls ihr einen Controller und die Maus dann habt, dann müsst ihr erst in die Einstellung hier das Zieleingabegerät auf Controller stellen. Und danach geht ihr in die Klasse, wo ihr die Tarnung drauf machen wollt. Auf Waffen, Ausrüstung, Waffenschmied. Und danach bei Ändern auf Tarnung. Ich mache das jetzt mit der Dunkel-Ether-Tarnung. Ihr müsst dieses leere Feld auswählen, Leute. Und mit der Maus über dieses leere Feld hin und her bewegen. Während ihr die Maus hier bewegt, müsst ihr auf dem Controller die Steuerungstaste nach links. Und je nachdem, ob ihr auf dem PlayStation oder Xbox Controller spielt, X oder A drücken. Und gleichzeitig die linke Maustaste. Also Leute, ihr bewegt die Maustaste über diesem leeren Feld. Drückt dann einmal nach links. X und linke Maustaste gleichzeitig, bis ihr dann die Tarnung drauf habt. Also Leute, noch einmal. Auf dem leeren Feld bewegt ihr die Maus, drückt dann auf den Controller nach links, auf Bestätigen und die linke Maustaste gleichzeitig, während ihr die Maus noch bewegt und danach habt ihr dann die Dunkel-Ether-Tarnung drauf. Kommen wir nun zum siebten Glitch. Und zwar könnt ihr so wie bei mir die Entwickler-Clan-Tags benutzen. In meinem Fall habe ich jetzt Sledgehammer. Ihr geht dafür auch Quartiere anpassen, Clan-Tag auf eigen Leute bearbeiten. Und ihr müsst einfach jetzt SHG groß schreiben, ein Leerzeichen und einen Punkt. Dann habt ihr dieses Sledgehammer-Clan-Tag. Und falls ihr das von Raven wollt, dann müsst ihr einfach ein großes R, ein großes V, ein großes N, Leerzeichen und Punkt schreiben. Und das von IW müsst ihr einfach ein großes I, ein großes W, Leerzeichen und Punkt. Diese Clan-Tags seht ihr jetzt nicht hier in der Lobby, sondern seht ihr erst im Game, Leute. Entweder unten links im Killfeed oder in der Tabelle im Punktestand. Ansonsten war es auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Falls ja, lass doch ein Like da, schreib mir die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle gerne ändern und die Glocke aktivieren, damit du nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bleibst. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.